Ja, hallo, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Frühling ist da. Nicht schön, aber er ist da und ach Gott, wenn ich so zurückdenke, es kommt mir vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Wasserquelle ist eingefroren. Ach nee. Brauche ich eine Wasserquelle? 7 Grad minus. Dann gehe ich sowieso nicht baden. Ja, heute geht's weiter. Eine neue Saison beginnt. Ich wollte schon gerade sagen, der jetzt ist er kaputt. Ach, das ist ja diesen Hebel, den wir gefunden haben. Von dem Magnetitanhänger. Kann man jetzt hier durch? Ah, ne, doch nicht, schade. Aber man kann schon ein Stückchen weiter. Früher ging es nicht so weit. Ah, ich würde gerne da mal hingehen. Mann, das ist gemein. Na, Schätzchen. War das Nummernschild nicht da unten? Nee. Ah, erschreck mich doch nicht so. Ja. Es geht wieder los. Na, dann schauen wir mal. Dann fahren wir mal zum Claim. Wenn dann das Auto anspringt. Jo. Oh, er qualmt noch ein bisschen. Lang gestanden. Entschuldigung. Ja, dann bin ich mal gespannt, was uns dieses Jahr erwartet. Und ich glaube nichts Gutes. Ich glaube überhaupt nichts Gutes. Es hat nämlich gestern Nachmittag oder gestern Abend ein Update gegeben von über 400 MB. Und ich habe die Befürchtung, das Gold ist weg. Sollte es so sein, wisst ihr ja, ne? Dann schmeiße ich die ganze Scheiße in die Ecke. Tut mir leid, aber. Ist so. Wenn wir Glück haben, können wir ja bald was Neues. Dingsen, bumsen. Sag schnell, spielen. Ich bin mal gespannt. Es soll am Pickup was gemacht worden sein. Es soll am Radlader was gemacht worden sein. Am Radlader, ja, nicht am Radlager. Ja, ich habe die Befürchtung, dass immer nur verschlimmbessert wird. Diese Ruckelei. Also ich kann jetzt so auf augensichtlich, wie heißt das? Augensichtlich, augenscheinlich, ne? Kann ich jetzt nicht behaupten, dass irgendwas besser oder schlechter geworden ist. Ja, angeblich haben sie was mit der Fahrphysik, nicht Fahrphysik, also mit der ja von den Fahrzeugen die Physik halt eben. Auch dieses Rumglitschen und so, das soll wohl besser geworden sein. Also, ich lese. Ich lese immer von Sachen, die angeblich verbessert worden sind. Zum Beispiel hat das Gold im Eimer schwarz ausgesehen. Und ja, hier im Golddings hat das auch nicht richtig ausgesehen, im Goldwaschtisch. Oh, und so Texturfehler und hier und da und dort. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ach, wir sind schon da. Hallo, ich bin wieder da. Oh, die haben die Einfahrt enger gemacht. Papa ist wieder da. Wie sieht's denn hier aus? Bremsen. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen eine kleine Rundfahrt.
gucken wir mal, ob alles in Ordnung ist. Ob noch alles so ist, wie es ist. Ja, nirgendwo eine rote Anzeige, die nicht vorher da war. Fahr doch! Ach, ich muss Allrad anschalten, stimmt ja. Oh, das schafft jetzt so. Ja, der Mechaniker hat dieses Jahr auch noch nichts getan. Der steht auch noch gut da. Tankanhänger ist auch da. Aber der ist verkehrt rum. Nein, ich bin verkehrt rum. Noch einmal umdrehen. Ja. Oh, Herrgott, nach. Mann, scheiß Corona. Das hat ja auf Anhieb gepasst. Gut, komm. Kriegst du auch gleich mal den Arsch voll. Dann bestellen wir auch gleich mal eine neue Ladung hier. Noch haben wir ja Geld. 16.000, Alter. Da kommt schon ein bisschen die Sonne raus. Schön. Wir haben schon 9 Uhr durch. Voll. Dankeschön. Hoch. Ich wollte gar nicht hochklettern. So, dann fahren wir mal zum Baggerchen. Also hier ist noch gefroren, würde ich behaupten. Ja, den müssen wir eh umdrehen. Wo ist denn mein Joystick? Ist er nicht da? Moment, eine Sekunde. Also man sich wieder bücken hier. So. Was ist los? Achso, laufen. Lauf doch. Ja, der muss auch noch ein bisschen. Nee, das ist noch alles gefroren. Ich glaube, wir können heute noch nicht arbeiten. Es sieht nicht danach aus. Würde ich mal ganz ehrlich sagen. Oh, ist ja schnell geworden. Testbohrung? Nein. Jetzt lässt sich noch nichts aufnehmen. Ist alles noch festgefroren. Warum bagger ich nicht so? Ja, macht doch bestimmt auch Spaß. Da kann ich noch. Das geht überhaupt nicht. Na, ist alles noch gefroren. Na gut. Tanken können wir aber trotzdem schon mal. Ja, reicht das? Langer machen hier. Ja, das reicht. Bin gespannt, ob der gegen Mittag aufgetaut wäre. Wäre schön, wenn gegen Mittag aufgetaut wäre. Aber ich denke mal, der erste Tag ist für ein Popo.
Und dann geht's langsam los. Hier, die Schneedecke muss weg. Mal einen Besen holen, wa? Ja, machen wir heute Vorbereitung. Tun wir schon mal ein bisschen buddeln. Soweit wie es geht. Also das mit der Handbremse hat sich auch nicht verbessert. Ist immer noch so gut wie vorher. Ja, nicht so nah. Sonst komme ich mit dem Radlader da nicht hin. So, jetzt mal gucken, wie steige ich jetzt um. So rum oder so rum? So rum steige ich um, ne? Jo. Den könnten wir eigentlich auch gleich tanken. Ein bisschen warm laufen lassen. Man muss eigentlich gar nicht beeilen. Eine ganz kleine Ecke wurde den so gerade eben erwischt. Ah, da geht's von hier aus. Da habe ich einen verdammt langen Arm wieder. Den fahren wir aber runter. Stellen wir schon mal beim Bagheer hin. Der Tank ist wieder voll. Jo. So. Dann können wir noch die... Ach ja, wir müssen ja noch die ganzen Eimer verteilen. Und ach, ist ja noch zu tun. Es ist ja noch zu tun. So ist es ja nicht. Ach ja. Mit laufendem Motor geht es sogar noch besser. Guck. So langsam sollten wir es können mit dem Parken. Ich denke mal so ungefähr. Tankwagen kann dranbleiben. Ja. Die haben für heute Schnee gemeldet. Stimmt sogar, schneit. Ja, komm, weiter. Ein bisschen. Gut. Das reicht. So. Ah, Moment. Wo ist das Ding? Wo ist das olle Scheißding? Bist du? Da ist er. Den schmeiße ich mal hier bei dem Müllhaufen hin. Da liegt so gut. Juhu! Ich bin wieder da! Hallo? Ihr redet ja nicht mehr mit mir. Okay. Ich muss mal eben kurz unterbrechen. Bin aber sofort wieder für euch da. So, Entschuldigung. Aber jetzt bin ich wieder für euch. Heuwägelchen. Jetzt bin ich wieder da. So, ein Eimer. Noch ein Eimer für hier oben. So, dann. Verlaufen. Zwei Eimer da. Zwei Eimer da. Dann noch vier Eimer. Für den anderen Planter. Guck, ich habe den Namen sogar behalten. Ja, und für den Waschtisch einen, ne? Irgendwas habe ich falsch gerechnet.
Ich habe unten noch einmal liegen. Wir fahren jetzt erstmal gucken. Irgendwas habe ich jetzt falsch gerechnet. Habe ich irgendwo verzählt. Keine Ahnung. Jo, die haben die Physik verbessert. Guck mal. Die Autos brütschen nicht mehr rum. Wow. Da. Okay, stimmt. Weil hier ist noch einer drin. Ist der leer? Jo. Wieso habe ich hier noch einen Eimer? Wieso habe ich den nicht mitgenommen? Verstehe ich nicht. Sag doch, da unten liegen noch welche. Die nehme ich jetzt. Alter! Ist überhaupt nicht fahrbar hier. Mehr. Hau doch ab. Macht er nicht. Ne, machen wir anders. Ne? Stimmt, wir haben hier alles perfekt sauber. Die Matten, alles ist ja sauber. So, nehmen wir jetzt die Eimer. Warum soll ich die Eimer aus dem Auto hier reintun und die dann nachher wieder ins Auto, ne? Aber. Oh. Das hätte ich auch noch geschafft. Weil ich bin ja clever. Man könnte auch gleich zwei Eimer nehmen. Ich habe ja auch zwei Hände, ne? Ich sagte, könnte. So, und jetzt? Immer noch so kalt. Wie sieht es aus da? Ob? Ne, immer noch. Ich glaube, heute er wird nichts mitarbeiten. Aber, guck mal. Schau mal, ohne Allrad. Sperrdifferenzial. Ja, setzen wir uns im Bagger und warten, bis wir baggern können. Wie gesagt, man könnte es jetzt mit dem Ripper aufreißen, was jetzt aber auch nicht unbedingt sein muss, sag ich mal so. Aber zur Not. Können wir ja noch mal ins Zelt gehen. Immer noch zu. Oh, hier taut schon langsam auf. Hey, einmal her, buddeln. Wie sieht's da aus? Ne, noch nicht, ne? Hier noch nicht. Oh, Schippe können wir wegtun. Wir gehen mal eben. Ja. Hier so. Und hüpf. Aber ist schon mal, ne? Fast 1006, 1,6. Das ist ja schon, ja, übertrifft das schon ein bisschen. Oh, guck mal. Das funktioniert. Wollte ich eigentlich nicht. Angestellt 7. Ein neuer. So, die sind alle da. Klar. Natürlich. Ja. Was macht der? Auf Stufe 3. Jetzt können wir. Oh, wir können Schürfmatten. Ja, wir können Matten bestellen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können noch mal 6 Matten reinpacken. Auf jeder Seite. Ne, auf der. Trainieren. Ja, komm, natürlich. Wenn es geht, dann trainieren wir die.
Er geht auch, ja. Ja, cool. Ja, der hat schon. Der ist ja Overseer, ja. Aufseher. Was guckst du denn so traurig? Oh, der hat noch nicht. Den können wir noch nicht. Was ist mit dir? Auch nicht. Das waren sie alle. Da kriegen wir dann schon drei Eimer. Warum? Zwei reichen aber auch. Aber der kommt ja auch noch auf. Mechaniker. Guck mal, jetzt kann der Mechaniker noch. Warum muss er denn auf alle drei? Naja, gut. Ach, das war der Mechaniker. Ich denke schon gerade. Aber den haben wir jetzt, ne? Moment. Das ist die ST. Ach, da ist die DJ. Alles klar. Gut. Ne, ich gucke nicht, ob wir einen brauchen. So, machen wir jetzt. Mit dem angefangenen Abend. Was liegt denn da? Achso, das sind diese Halterungen. Alles noch vor Schnee hier. Das Loch ist nicht dicht. Minus 7 Grad. Es wird nicht weniger. Hier ist nichts mit Buddeln. Das ist noch schön tief festgefroren. Warten wir noch ein paar Stunden. Er weiß, was der Tag heute noch kommt, bringt. Kommt, was der Tag heute noch kommt. Oh. Ich habe im Winter das Reden verlernt. Habe ich schon gesagt, es kam mir vor so, als wenn es gestern gewesen wäre. Da liegt noch so viel. Ja. Nö, leider nicht. Kommen wir denn von der Höhe her hin? Hä, perfekt, ne? Ich kann ja doch was. So, dann los. Dann legen wir mal los hier. Da ist nichts mit loslegen. Ach Mist. Ja, und nun? Den Sprit können wir sparen. Ja, müssen wir auf morgen warten. Wir könnten. Motor aus, bitte. Wir könnten den Tag beenden. Wir gehen ins Bett und morgen sieht die Welt schon anders aus. Mehr brauchen wir nicht tun. Hier ist ja alles in Ordnung, so wie das aussieht. Alle Kabel sind dran. Wasser ist da. Ja, komm, machen wir auch, ne? Ist auch kalt. Boah, friert. Wir legen uns einmal hin. Und ich denke mal. Guten Morgen. Ja, wir haben nichts getan. Ich weiß, wir sind fauler Hund. Ich bin fauler Hund. Das Schnee ist weg.
Sollen wir bis zum Kleinod arbeiten? Gucken wir doch mal hier. Das heißt, wir haben vergessen, das Licht anzumachen. Nein, ach, ich muss mal wirklich hingehen und die Knöpfe umbelegen. Das ist blöd. Ich habe gestern wieder LS19 gespielt und ja, da habe ich immer noch mit E-Ein- und Aussteigen und Return Motor starten. Ist genau anders als hier. Ah, guck mal, es geht. Auf los geht's los, jawohl. Yeah, schütten wir erstmal die Hälfte aus. Der erste muss, das ist Opfergabe, nennt sich das. Boah, bist du doof. Die erste Baggerschaufel geht schon in die Hose. Das ist schon wieder. Das Jahr fängt schon wieder richtig gut an. Bleib doch mal da, wie ich das haben will, du oder Joystick. Ja, da-dam, da-dam, da-dam. Ich bin mal auf den Cleanout gespannt. Wegen dem Update. Ihr wisst, was ich meine. Und am Ende geht wieder nichts. Ja, es macht wieder Spaß. Ja, es macht wieder Spaß. Ich glaube, heute Abend werde ich mal ein bisschen streamen. Wenn ich sowieso LS19 spiele, dann kann ich ja auch den Twitch anschmeißen und den Stream laufen lassen. OBS anschmeißen, nicht Twitch. Oh, Alter. Quasselt nur dummes Zeug, der Kerl. Huch. Wir machen hier weiter. Rums. Ja, ich denke mal, den Kleinod kriegen wir heute nicht mehr hin. Also wir machen bei einer Stunde Schluss. Guck, dass ich so viel schaffe wie möglich. Dann können wir morgen mit dem... Also in der nächsten Folge, Entschuldigung. Dann könnt ihr noch ein bisschen gespannt drauf sein. Ah, was ist denn los heute? Ich zische schon wieder. Dann machen wir morgen halt zwei Cleanouts. Soll mich jetzt auch nicht stören. Ne? Ist doch so. Ja, ich meine, so doll war das jetzt auch nicht mit dem Gold, aber wenn man überlegt, ne, die 9 Tage, die fehlten uns ja. Das war ja der komplette Umzug. Wir haben ja eigentlich erst im Sommer angefangen. Ich glaube, war es schon Sommer oder? Müsste ich gucken. Ja, der Name hat sich auch geändert. Season 2 ist klar, ne? Die zweite Saison jetzt hier auf diesem Claim. Und das andere hatte ich auch dazu.
dass keiner mehr ne, ja. Da kann keiner mehr was mit anfangen. Okay, Schnee ist weg, dafür regnet es. Na ja, gut. Auch okay. Und Wasser ist noch eingefroren? Eigentlich nicht, ne? Sollte eigentlich nicht mehr gefroren sein. Ist eigentlich zu warm dafür. Aber ich glaube, es taut auch gleich auf. Ach so. Motor anmachen, wenn nicht verkehrt. Ich fahr schon. Jo, super. Aber wir haben ja Wasser genug. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber jetzt dürften wir so. Ach, guck mal, dann kann ich die Matten ja auf die andere Seite reinstecken. Von außen, da komme ich ja noch besser dran. Da brauche ich nicht über die Mitte zu hüpfen. Oder wir gehen hin und holen uns gleich mehr Matten. Werde ich im Laufe der Saison sowieso tun. Das heißt, dann können wir so richtig durchlaufen lassen. Morgens anfangen und dann komplett durchlaufen lassen, den ganzen Tag, bis wir ins Bett gehen. Und den nächsten Tag auch, bis alle Matten weg sind, bis das zweite Mal durchgelaufen ist und dann waschen wir alles aus. Wow, das wäre natürlich auch eine gute Sache, eine coole Sache. Können wir quasi eine Nachtschicht einlegen? Ja, warum nicht, ne? Wäre die Möglichkeit. Dann hatte ich, glaube ich, gesagt, schon gestern, ne? Wegen 22. Vielleicht der eine oder andere kann jetzt schon damit was anfangen. Die meisten wahrscheinlich nicht. Aber lasst euch überraschen. Wollte ich nur noch mal angemerkt haben. Ob dann die erste Folge am 22. schon rauskommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich sofort anfangen aufzunehmen. Ich möchte einmal unter die Ersten sein, nicht so wie andere.
So, ein Schüppelchen noch und dann sollten wir es haben, ne? Da können wir rüberfahren. Hui. Ja. 98 ist okay. Schade, sah so schön aus mit dem Schnee. Ich hätte gedacht, hier hinten bleibt er noch ein bisschen 2, 3 Tage liegen. Wäre schön gewesen. Das sieht schön aus. Mir gefällt sowas. Dann schauen wir mal. Wasser anschließen. Na komm. So. Wasser läuft. Auf geht's. Ja. Wir sind wieder im Geschäft. Perfetto. Alles läuft. Trommel läuft. Wisst ihr, ich könnte jetzt so tun, als wenn ich alles nochmal überprüfe und wäre ja eigentlich auch so, ne? Ich meine, wir lassen laufen und gucken mal, ob alles läuft. Funktioniert. So. Nicht läuft, funktioniert. Dann schauen wir mal. Wo nicht. So, hier ist alles in Ordnung. Nichts Außergewöhnliches. Sieht gut aus. Aua. Die sollte auch, ja. Hier mal da gucken. Pumpe ist auch in Ordnung, wie es aussieht. Ja. Wie ist es mit dir? Sieht gut aus. Ist schon soweit? Ja, wir müssen wieder nach hinten. Oh, ein bisschen höher. So. Ah, der braucht immer ein bisschen, bis er losläuft. Irgendwie. Früher war der mal schneller, fand ich. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir wieder Goldeinbußen haben durch dieses scheiß Update. Also ich traue den Brüdern nicht mehr. Ich habe immer gedacht, früher, oh, ein Update, jo, dann haben die was verbessert.
Ja. So kann man es natürlich auch sagen. Aber ich finde, durch so eine Fehlkonstruktionen, sagen wir es mal so, kann man so ein Spiel auch ganz schnell wieder aus dem Rennen nehmen. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich da einen Baum? Weil ist das nur der Schatten? Ah, Alter. Ich werde doch zu alt für diesen Scheiß. Ja, schon müssen wir den weiteren Weg nehmen. Ich gucke, dass ich genau bei einer Stunde Schluss mache. Hier sind wir halt ein bisschen durcheinander. Wir werden das aber schon wieder so einkriegen, dass wir dann wieder morgens anfangen und mit dem Cleanout dann halt eben diese, ah, Herrgott Sakra, den Tag beenden. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss oben noch mal was wegnehmen, dann kann ich nämlich direkt schon tiefer buddeln. So. Ich bin überlegen. Ich mache noch ein bisschen Roleplay wahrscheinlich. Da werde ich dann auch mal zumindest streamen. Ach, da kann ich ja wieder, wenn ich das bei YouTube hochlade, dann kann ich wieder keine Musik drin haben. Ich glaube, das stört sowieso mehr oder weniger Musik. Naja, schauen wir mal. Wird sich alles zeigen. Auf jeden Fall wird ein bisschen was passieren. Es werden so einige Sachen dazukommen. Wird einiges, vielleicht wird sogar was wegfallen. Was ich aber glaube ich nicht glaube. Das war jetzt ein Satz. Da muss man erstmal drauf kommen. Nach wie vor wird das hier das Hauptspiel bleiben. Und das andere kommt dann halt so erstmal nebenbei. Da kann ich nicht. Das ist einfach von der Zeit her. Wenn ich jetzt bedenke, ich nehme eine Stunde auf. Ja, großartig schneiden brauche ich ja nicht. Das ist ja schon so von mir vorbereitet, dass man nicht mehr weiß, wie viel schneiden muss. Aber ich muss es hochladen. Nochmal eine Stunde, das sind dann gute 2 Stunden. Ja, das wird auch wieder 20 Uhr. Ja, ich habe auch den ganzen Tag heute im Garten rumgebastelt. Steig doch einfach um. Und fahr das Auto weg. Ja, geht doch. Ja, da muss man erst wieder meckern. Nicht perfekt, aber kann man so durchgehen lassen. Ja, genau. Ich werde auch mal, wenn ich jetzt schaffe, das eine oder das andere Spiel mal spielen, um ganz einfach mal
mal was anderes zu zeigen. Hier werde ich wohl weitermachen, genauso wie bisher. Jeden Tag eine Folge, die ich auch direkt aufnehme quasi. Ich muss wirklich... Tut mir leid, aber... aktuell ist natürlich was anderes. Aber... Ich möchte doch schon jeden Tag... dass ich euch was erzählen kann. Wenn was war an diesem Tag. Es ist immer doof, wenn er so einen Tag später das erzählt, was die meisten dann auch noch andersrum erfahren. Das ist immer blöd. Ich habe teilweise, habe ich bis 7, 8 Folgen vorgedreht, sag ich mal so. Und wieso bin ich jetzt wieder hier? Ich war doch da drüben auf der anderen Seite. Um die Ecke rum. Einmal um die Ecke rum. Aber ich finde, so ist es ja interessanter, wenn man immer aktuell ist. Man direkt drauf eingehen kann. Zum Beispiel heute. Wenn ich sage heute, war es auch heute. Und nicht vor 3 Tagen. Das ist schon mal so ein Vorteil. Das finde ich schon schön. Dann kann ich auch sagen, hier, mein Motorrad ist wieder da oder so. Habe ich heute bekommen. Zum Beispiel, habe ich nicht jetzt, aber jetzt mal als Beispiel so. Das ist dann schon, heute habe ich wieder rumgeschraubt. Video mache ich nachher noch fertig, ist morgen dann da. So, dann kann man sich da auch drauf verlassen, dass es kommt. Obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Jeder guckt sich ja nicht alles an. Mich hat man mal eingesandt und hat gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Hier darfst du nur, wenn du hast, dann darfst du nur spielen, da kannst du kein Motorrad machen oder kein Fahrvideos, wo du irgendwo hinfährst. Weil ich ja damals aufnehmen wollte, wurde mir dann verboten. Habe ich auch ein paar Videos gemacht, die habe ich dann aber nicht gelöscht, habe gesagt, nee, die lasse ich jetzt. Ist mir egal. Und ja, also quasi so ein Multi-Channel. Wenn ich andere sehe, die haben 4 oder 5 verschiedene Channels. Warum soll das nicht mit Multi-Channel nicht funktionieren? Verstehe ich nicht. Ich meine, ich bin doch nicht jemand anders. Ich kann doch nicht so tun, als wenn ich auf dem einen Channel der eine bin, auf dem anderen Channel bin ich ein komplett anderer Mensch. Das ist doch Quatsch. Dann bin ich doch immer noch derselbe. Ja, oder? Nur, dass ich was anderes mache, ja. Ich zeige was anderes. Aber da kann ich auch hier zeigen, vielleicht... Ja, vielleicht hat ja auch mal der eine oder andere Lust. Ach, guck mal. Dann gucke ich mir ja doch mal so ein Motorradvideo an, wenn es schon mal da ist. Ja? Und dann guckt halt eben der, weil die Motorradvideos gucken will. Der kann sich das angucken. Und wer was anderes gucken will, der kann sich ja was anderes angucken. Es ist ja dann... Da, sag ich mal. Der müsste mal ein bisschen ausgerichtet werden, ne? Oder? Nö, eigentlich nicht. Ich habe schon wieder Angst vor dem Cleanout. Wirklich. Ja, ich bin zu weit weg. Ich müsste weit darüber. Ich komme nicht tief genug. Müsste schon ein bisschen tiefer, müsste ich schon kommen. Es bleibt da immer so ein scheiß hoher Rand. Ah, jetzt machen wir den noch voll. Und dann muss ich mich sowieso umstellen. Und dann können wir das auch vernünftig machen. Fahre ich mal 1 Meter rüber. Na, machen wir mal eben. Ich bin noch ziemlich weit weg, ja. Also.
Ja, so, ne? Das ist schon Wägelchen Nummer 52 Minuten haben wir schon. 5, ne? Wenn ich richtig mitgezählt habe. Maximal vielleicht eine noch. Ich führe den mal aus und dann gehe ich mal eben gucken, wie das aussieht mit meinem Füllstand von den Eimern. Ne, nicht den Eimer. Achso, kann ich ja alle einmal gucken. Wenn, dann kann ich auch alle einmal gucken. 56%. So, da sind wir alle überall bei 56%. So, das heißt, diesen und noch mindestens noch einen. Dann haben wir erst 4 Wagen. Dann ist das hier der 4. Komm, fahr. Autsch! Fahren wir noch die Kanzel auf hier. Mal ganz geschickt rumfummeln, ne? So. Nicht schön, aber selten. Moment. So. Ach ja, wir hätten den Motor ausmachen sollen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Und den machen wir an. Jetzt ist es gut hier. Hau nicht immer mein Auto. Okay. Jetzt ist es natürlich etwas schwieriger, hier gerade zu bleiben. Wir können auch ein bisschen schmaler werden. Das ist jetzt auch nicht so das Problem. Sag ich mal einfach. Aber heute schön geworden noch, ne? Guck mal, die Sonne scheint. Ach, herrlich. Und ich habe immer noch nicht angefangen, mir da aufzuschreiben. Böser Junge. Ich wollte da doch. Eigentlich wollte ich mir ja aufschreiben, wie viel ich habe, wie viel ich dazu gekriegt habe. ...960, so ungefähr. Wetter wird noch schöner. Oh, herrlich. Was kann schöner sein als schönes Wetter, hä? Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Habe ich ich habe heute draußen gearbeitet, also draußen alles sauber gemacht hier, Bürgersteig und halt eben diese normalen Arbeiten, die man machen muss. Die nerven, aber man muss sie machen. Jetzt soll ja auch nicht aussehen wie ein Schweinestall. Und ja, Unkraut weggemacht und. Und ich habe im Winter habe ich ein Vogelhäuschen. Das stelle ich dann im Sommer immer unter der Terrasse. Das heißt, ich habe einen Keller quasi von außen. Ich kann nicht vom Haus aus im Keller runtergehen. Jo, dann im Winter ist es blöd, aber man kriegt auch keine Viecher aus dem Keller, weil die können ja nicht hier hoch. Ach, dieses Speichern, das ist auch so böse. Böse. Na, ich muss hier hingehen. Ja, genau. Und das, dann habe ich hier, muss ich
an der Seite vom Haus gehe ich dann runter, da geht dann da so runter und dann ist unten der Kellereingang. Und von da aus komme ich auch unter der Terrasse, das ist da quasi drunter hohl. So wie bei mir im Kopf. Und ja, da habe ich dieses Vogelhäuschen stehen, was ich also im Winter immer aufstelle. Und guck da heute rein, ich gucke, hä, was ist denn da drinne? Hat da einer was reingestoppt oder was ist da los? Er hat sich da ein Vögelchen Nest reingebaut und ist da am Brüten. Das fand ich ganz süß. Habe ich mich dann so in einiger Entfernung dann weggestellt und habe dann zugeguckt und sie saß da und war am ihre Eier am Wärmen. Nein, das war nicht zweideutig. War, habt ihr fiese Gedanken wieder. 3 Minuten habt ihr noch. Da müsst ihr gehen. Dann schaffen wir noch. Den fahren wir noch eben weg. Dann haben wir ja auch schon fast den Cleanout, ne? Ach, ein Schüpfelchen. Ein Schüpfelchen haben wir noch. So. Ui. So, dann haben wir auch die richtige Höhe. Ich komme. Papa ist schon unterwegs. Oh, das fand ich ganz süß. Ah, deshalb habe ich auch heute. Ja, im Sommer bin ich immer ein bisschen spät dran, ne? Leider. So, 59. Kein Qual mehr. Wir steigen aus. 74, also müsste das schon reichen. Ja, so, mit diesen Bildern werden wir den Saisonstart beenden. Danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, drückt mal ein bisschen die Daumen, dass morgen, wirklich morgen am Sonntag, der Cleanout dann auch wieder gut ausfällt. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht dran, ich glaube nicht dran. Müssen wir abwarten. Sonst muss ich mal meckern. Okay. Machen wir. Machen wir aus, ne? Bedankt habe ich mich. Also, bleibt gesund bis morgen. Steckt euch nicht an. Habt noch einen schönen Samstagabend. Macht das gut. Bis morgen. Haut drin. Ciao, ciao.